So, da sind wir wieder zurück. Wir gehen wieder in den Modus, wie gehabt. Alles auf Anfang. So. Starten auch gleich direkt wieder rein. Mit einer Zufallswaffe natürlich. Und mal sehen, was wir davon schaffen. In Al-Masra. So, der Job sollte klar sein. Alles wie gehabt. Wo sind wir? Wir sind wieder hier. Gehen wir die Vorräte zerstören und versuchen es hier direkt nochmal. Ja. Ich sag mal, kann nur wieder schief gehen. Ne? So, selbe Position, selbes Gebäude. Man könnte bestimmt jetzt auch von oben ran springen, aber ich denke, die Vorräte sind irgendwo im Gebäude und nicht oben, wie die eine Person. Es war auf jeden Fall geil, es war auf jeden Fall richtig viel Glück, denke ich, dass es direkt der Kerl da oben war. Ne, gelandet, entdeckt worden, draufgehalten, schon eine Mission abgeschlossen. So. Da ist einer. Da sitzt einer. Da sitzt einer. Da oben sitzt noch einer. Hier unten noch zwei. Das wird spaßig. Vor allem die hier auf Distanz. Die zwei. Oh, will ich eigentlich gar nicht machen auf Distanz. Vielleicht schaffe ich es ja hier rüber, etwas näher O3, ranzukommen. vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Da sitzt auch noch einer. Ja, schön ist das hier nicht. Aber schön wollen wir auch nicht. Aha. So, das ist auch schon mal etwas. Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn wir hier einfach nur. So, mittlerer Rucksack ist auch schon mal was sehr, sehr Gutes. Mal, hier kriegst du ja richtig Kram. Ja, mittlerer Rucksack haben wir ja bereits. Ne, also wir können mehr mitnehmen. Wir können noch eine Backup-Waffe, eine dritte mitnehmen. Und, ja, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Klar, Munition und so kann ich nicht verkaufen. Aber, was ich immer habe, habe ich. Oh, da sitzt auch einer. Legen wir mal los mit der Party. Ui. Eieiei, die drücken aber auch gut die Kugeln raus hier. Also leicht wird das, denke ich, nicht. Scheiße.
Kann doch nicht sein. Achtung, feindliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Die Positionen sind auf der Taktikkarte markiert. Ja, fängt ja an, wie es beim letzten Mal. Naja, fängt ja an, wie es beim letzten Mal geendet hat, würde ich sagen. Nicht ganz so optimal. Aber zumindest bei den Waffen gibt es einen Fortschritt, ne? Dass wir Bauteile freischalten, Erweiterung, Verbesserung und so weiter. Ja, hier könnten wir noch ein paar Objekte einpacken. So, dann können wir die beim nächsten Mal erstmal markieren, bevor wir einfach reinrennen. Ernährungsmine, ja, damit könnten wir uns da zum Beispiel an so einer Stelle eventuell in den Rücken frei halten mit einer Sprengladung oder wir nehmen direkt eine Handgranate, aber wir nehmen erstmal lieber das. So, mit so einem mobilen Kamera brauchen wir nicht für. Trophy, na, nicht wirklich. Deckung, Deckung würde ich sagen, das ist das Wahre. Genau, zufällige Waffe. Ja. War jetzt doof. Also den einen hätte ich auch noch mit der Pistole rausnehmen können. Das hätte bestimmt noch funktioniert, aber der zweite, das war dann, ja. Deswegen arbeite ich lieber auf längere Distanzen, auf freien Flächen. Aber halt mit anderer Bewaffnung, natürlich nicht mit einer, mit einer 74 U oder so. Oder mit einer Pistole auf lange Distanzen. Aber generell mit Sturmgewehr oder sonstiges Gewehr. Lieber auf lange Distanzen. Weil dann kann einem sowas nicht passieren, dass man so überrannt wird. Sondern dann, wenn sie dir zu nahe kommen, ziehst du dich einfach noch ein Stück weiter zurück und kannst trotzdem noch mit deiner Waffe wirken. Und ja. Die hatten ja auch die beste Distanz. Also ich hatte nur eine Pistole, weil mal die Waffe leer war. Und er hatte halt eine Schrotflinte zum Beispiel, der eine. Aber das ist natürlich, was will man mehr aus so eine kurze Distanz als eine Schrotflinte? Masra. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Rechnet mit Widerstand lokaler Einheiten. Achtet auf andere Söldner im Gebiet. So, wir sind hier. Wir wollen nach dort. Gehen wir nach dort. Obwohl, beziehungsweise wir sind ja schon hier direkt. Nee, den Auftrag will ich nicht. Der macht mir keinen Spaß. Oder wir nehmen doch das hier. Ja, wir nehmen das lieber. Dann brauchen wir nicht so weit rennen und nehmen dann einfach direkt hier die Station. Ist jetzt eigentlich direkt hier. Oder wir gucken, ob hier direkt Feinde in der Nähe sind. Sonst nehmen wir die direkt raus und haben vielleicht direkt einen Key. Wir können ja auch Glück haben, ne? Aber ich denke, unsere Bewaffnung ist gerade sowieso nicht die beste für diese Mission. Dementsprechend würde ich jetzt doch erstmal nach der Kohle gucken. Müsste, denke ich, auch wahrscheinlich wieder 5 Riesen geben. Ich denke, alle Aufträge kriegen 5 Riesen. Machst du einen Auftrag, bedeutet dann, du kannst dir schon mal den Kram leisten. So ein Schlüssel oder sonstige Sachen. Ja, das haben wir bereits. Nee, brauchen wir nicht. So. Da ist was zum Looten. Ah, da haben wir doch schon mal etwas hier. Ne? Auftrag angenommen. Ah, der gibt nur 3,5. Ah, ist schade. So. Kühlschrank. Leider gibt das nicht ganz so viel. Also doch, die haben unterschiedliche Preise. Ne? Beziehungsweise nicht Preise, sondern unterschiedliche Belohnungen. Wie wichtig die Belohnungen sind.
Kann ich nicht diese blöde Batterie nehmen? Ich will die blöde Batterie haben. Hallo. Ja, gut, dann halt nicht. Ja, so, dann gehen wir mal hier raus. Aha, also direkt da neben ist das. Ne, die große Halle. Da holen wir uns einen Geigerzähler und dann suchen wir natürlich das Material. Oh ja, bitte. Auf jeden Fall. Aber ein bisschen träge sind wir jetzt doch schon leider. Also dunkel hier. Auch nicht schön. Elektrobauteile sind 100 wert. Der ist ein 150 wert und der Rest bleibt so. Oder? Ne. Ne, ich will auch. Ach, shit. Verdammt. Ich wollte die Sachen auswählen, nicht schießen. Spielekonsole, ja, würde ich sagen, nehme ich. Oh. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Scheiße. Gucken wir nochmal eben. Ja, 3,5. Ja, das reicht ja schon. Dann gehen wir jetzt schon, hören wir auf mit dem Auftrag. Und ziehen uns so direkt zurück. Und machen dann hier neben den Laden. Nur dabei jetzt bitte einmal nicht sterben. Das wäre nämlich verdammt ärgerlich. So, also doch nach da hinten. Alles nur nicht sterben. Ganz entspannt die Mission jetzt machen. Wir haben genug Zeit. 20 Minuten. Ist eine halbe Ewigkeit. So, einmal nachladen. Aber schöne Waffen, muss man sagen. Aber sehr langer Reload. Aber trotzdem sehr schön. So, alles nur nicht sterben. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste.
Also einmal das nicht machen, was ich gerade mache. So, jetzt haben wir wieder Leben, jetzt können wir auch Panzerwesten nachlegen. Ich weiß, wir können zwei reinpacken, aber wir wollen jetzt erstmal hier. Okay, der ist auch tot. Wir haben noch 30 Schuss, das sollte eigentlich ausreichen. Fuck. Kann ich nichts erkennen, das ist ein Problem. Ich hätte Gebüsch. Nachladen, Panzerweste und dann Angriff. Vor allem bevor wieder Helikopter kommen mit Verstärkung und sonst was. Da habe ich mich echt keinen Bock gerade drauf. So, hier scheint nicht zu sein. Hier scheint auch sauber zu sein. So, aber ich habe hier noch Platten. Genau. So. Fuck, 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 fuck. Lass mich doch einfach mal in Ruhe kaufen. Fast schon wieder verkackt hier. So, einen Festungsschlüssel haben wir. Was nehmen wir noch? Schmuggelware. Nee, Ausstattung. Munitionskiste, denke ich. So, das sollte reichen. Ja, da sitzen sie nämlich schon mit den Helikoptern. Ich höre sie doch schon kommen. Sind jetzt. Ach, genau da auch noch. Auch noch genau da. Die kommen mir gleich hier genau in den Rücken. Genau das, was ich nicht wollte. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir das Haus aber noch vorher gestürmt, gesichert und wie auch immer. Die eine Panzerplatte ist fast kaputt. Die tauschen wir natürlich. So. Wir laden auch gleich eben nochmal durch. Ah, da oben sitzen nämlich schon wieder welche. Da oben sitzen welche. Schießen die auf mich? Tatsächlich. Lass mich doch in Ruhe! Ach, scheiße. Jetzt finde ich hier natürlich nirgendwo Deckung. Weil wenn ich weiter in die andere Richtung gehe, dann kommen die. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ich will jetzt gerade meinen Key. Ich will jetzt einfach nur noch in diese Scheißstation rein. Da war einer. Da hinten sehe ich auch einen, aber der interessiert mich jetzt gerade irgendwie nicht. Der kann mich mal. Mich keinen Bock an denen, meine scheiß Munitionstasche und meine schöne Ausrüstung hier zu verschwenden. Ah, die kommen näher. Da muss ich mich wohl beeilen. So, einen erledigt. Weiter geht's. Von wo? Ah, Fenster, 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 Fenster. Ah, das Nachladen jetzt war umsonst. Da habe ich doch welche gesehen, oder nicht? Oder ich habe mich geirrt. Das kann natürlich auch gut sein. Das ist gar nicht so wahr. Okay, trauen wir uns. Wow. Geht auf jeden Fall gut los, wenn man hier reingeht. Platte nachlegen.
So, weiter geht's. Feindliche verbesserte Drohne aktiv. Nö. Konnte ich nicht irgendwo noch mal meine Aufträge sehen? So, das ist hier eine Sackgasse. Hier ist auch nichts. So, mittlerer Rucksack, Rauchgranate. Dann kann ich jetzt aber die hier tauschen. Brauche ich ja nicht. So, ich dachte. Kaum, nehmen wir einfach mal alles mit, was wir hier finden. Feindliche Operator haben einen Waffenkoffer geborgen. Sollen sie machen, mir egal. Strahlungsblocker. Okay. Nehmen wir den weg. So, aber hier gab es doch irgendwas zu finden. Nein, nein, nein. Ah, scheiße, jetzt habe ich es gemacht. Ah, das wollte ich doch gar nicht. So, das war das. Das war umschalten. Ah ja, hier, genau. Feindliche Ex. Drehen Sie. Festungswache Weißer Lotus-Daten. Ja, Jungs, wo habt ihr die? Ganz ehrlich. So, hier war einer, hier war einer. Hier sind nirgendwo Daten. Ich habe nämlich keinen Bock, den Scheiß hier nochmal zu machen. Bin ich ganz ehrlich. Macht nämlich nicht wirklich viel Spaß. Aber irgendwo muss doch hier Weißer Lotus, Weißer Lotus. Ich glaube, das waren auch nur Bauteile. Ah! Okay, alles klar. Das können wir jetzt nämlich sowieso ausrüsten. Dann haben wir alles. So, dann heißt es jetzt ganz schnell fliehen. Ne, direkter Weg nach dort. Wir kommen ja überall rein und raus, also können wir auch hier raus. Können wir uns direkt mal hier umschauen. Habe ich hier Feinde, irgendwelche anderen Spieler? Sehe ich nichts. Also rennen. Rennen, was das. Rennen, was wir können. So, einmal konzentrieren. Einmal flüchten. Und dann haben wir es so fast geschafft. Aber wir wollen natürlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Weil ich kenne halt, ich bin kurz vorm Ziel. Und dann geht es nochmal richtig rund. Und dann hat sich das. So, aber auf jeden Fall sind wir schon mal bedeutend weitergekommen als die letzten Male. Also. Ja, siehst du, hier sind nämlich schon Tote. Also ich meine, beim letzten Mal, also wirklich, da haben wir uns so schlecht angestellt, also die letzten Male, muss ich ja sagen, habe ich mich so schlecht angestellt. War schon nicht mehr lustig. Hier sind nämlich Panzerwagen, ne? Zug. Zug mit Feinden? Fragezeichen? Sieht nicht danach aus. Doch, Zug mit Feinden. Spieler, glaube ich. Scheiße, von wo? Ultra 1, wir sehen die Landezone. Freihalten.
Ich gehe mal lieber raus. Ich fühle mich hier unsicher. Verdammt unsicher. Weil es so ein bisschen close ist zu dem da. Und der nimmt mich jetzt noch raus mit Wetten. Wetten. Ja, ich wusste es. Ach, scheiße. Genau das habe ich nämlich gemeint. Ach, es macht doch keinen Spaß. Scheiße, Mann. Ich hab's geahnt. Ja, das ist es. Ich hätte doch die Sniper mitnehmen sollen. Da hätte ich den nämlich vielleicht rausnehmen können. Ach, fuck. Vielleicht hätte ich auch noch einfach noch. Wie lange haben wir noch? 6 Minuten, ja, nicht mehr lange, deswegen, ne? Weißt du was, die kämpfen jetzt hier alle um die Exfiltrationspunkte. Scheiße. Aber sowas finde ich nicht lustig, ey. Da macht echt keinen Spaß dann. Habe ich mir alles erkämpft. Vor allem wäre ich rausgekommen, hätte ich eine Karte gehabt, so eine Schlüsselkarte, um da immer wieder reinzukommen. Hätte ich die nicht gefunden, wäre nur exfiltriert, hätte ich dann einfach nochmal nächstes Mal reingehen können. Wäre ja dann gar kein Problem, aber so ist halt scheiße. Ah, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt extrem. Also so richtig extrem. Ja, genau. Ich kriege meine normale Bewaffnung nicht, ne? Ist ja klar. Weil wir nicht fliehen konnten. Ah, ich habe auch richtig schlecht getroffen, den Kerl zuletzt, also vor dem Dach, der mich da rausgenommen hat. Richtig schlecht. Ja, machen wir es wieder so wie gehabt. Wohl. Über Semtex. So, ein Schild. Ja, vor allem, ich wäre hier endlich fertig gewesen, ne? Ich hätte es echt geschafft gehabt. Und, ne, 2 von 3. Hätte ich auch die hier die Belohnung. Die Punkte, die sind mir eigentlich relativ. Aber einfach fertig. Aber nein. So kurz und knapp vom Ziel. Aha. Okay. Haben wir den. Licht aus. Ein Hammer. Hat der echt einen Hammer hier? Oh shit. Ja, von hinten erschießen. Und so weiter. Hohohoho. Was geht? So. Was haben wir denn noch hiervon? Nix, ne? Ah, doch den hier. Großkaliber aus der Nähe, Licht aus. Ja, ich will Licht aus einfach mal nehmen. Achso. Vorschau. Okay, alles klar. Ja, nehmen wir den hier. Den hier, da können wir hier so ein bisschen variieren, ne? Nehmen wir mal den. So. Hier, den haben wir schon ausgewählt. Hier ändern. Achso, der hat Großkaliber. Ne, der hat was anderes. Ne? Doch, Großkaliber aus der Nähe hat der. Nö, finde ich nicht schön. Machen wir mal Licht aus. So, dann haben wir den. Den hier optional oder den. Wie ich entscheide mich für den. Genau. Haben wir hier noch einen? Nö, natürlich nicht. Ne. Nehmen wir den. Alles gut. So. Waffen zufällig haben wir ausgewählt, genau. Ja. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal nehmen wir dann auch endlich diese Weißer Lotus-Daten. Nehmen wir sie auch einfach mal mit. Ne, lass uns da nicht rausnehmen. Wir sind ja in dieser Folge schon bedeutend weitergekommen. Ne? Genau genommen.
um 67%. Nee, also wir haben ja schon echt viel geschafft jetzt. Wir sind endlich reingekommen, wir haben es mit der Schlüsselkarte geschafft. Also das, was wir die letzten Male nicht geschafft haben, das haben wir jetzt alles in einer Runde geschafft. Nur das Mitnehmen ist halt leider an anderen Spielern gescheitert. Ärgerlich. Vielleicht haben wir aber beim nächsten Mal Glück und da ist dann keiner. Aber das werden wir sehen. Oder wir laufen einfach viel länger. Wir laufen nicht nur 2 Minuten, sondern wir laufen dann 6 Minuten. Aber gehen dann irgendwo, wo keine Gebäude sind, wo wir ganz alleine sind und exfiltrieren da. Das wäre auch noch so eine Option. Ja, aber das dann beim nächsten Mal. Da werden wir uns dann nochmal versuchen, auch mit dem neuen Operator, dem neuen Aussehen und so weiter.